Und damit herzlich willkommen zu Mission 12 im remasterten Burgpfad. Oder genauer im Burgpfad Extended, denn wir sind schon zwei Missionen drüber. Die Starkenburg steht an. Die Starkenburg ist eine Höhenburg auf dem Schloss oberhalb von Heppenheim an der Bergstraße. Sie ist Namensgeberin der ehemaligen südhessischen Provinz Starkenburg. Die Burg wurde im Jahre 1065 zum Schutz des Klosters Lorsch errichtet. In der wechselvollen Geschichte des Klosters bot die Burg stets Zuflucht und Schutz für die Mönche. Als zweitstärkste Festung des Kurfürstentums Mainz deckte sie die Mainzer Bergstraße ab. Die Burg gehört zu den ältesten des westlichen Odenwaldes, die anfänglich einem römischen Kastell ähnlich aus Holzbauten und Schutzwällen angelegte Burg wurde vor allem unter Kurmainzer Herrschaft ab 1232 zu einer spätmittelalterlichen Kastellburg und zwischen 1675 und 1689 weiter zu einer Festung und Wirtschaftsburg nach französischem Vorbild ausgebaut. Okay, gut, dann greifen wir das Ding zuerst an, auf normal, und dann gucken wir mal rein. Okay, ui, das ist aber auch wieder so ein Prachtstück. Ja, nice. Wo sind wir überhaupt? Ach, unten links, ach du liebe Zeit. Okay, ach, schaut euch das an, ey, so typische Festungsmauern hier. Durchgang, da ist die Innenburg, wieder mit zwei Torhäusern. Oh Gott, das Ding wird wieder ein Albtraum zu stürmen, aber gut, okay. Ja, ich würde hier gerne irgendwo raufklettern. Zumindest mit Schützen, Belagerungstürmen. Da ein bisschen clearen, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Oh, die zwei Käfige hier. Der Steinbruch direkt in der Burg. Hat die Burg wirklich direkt innen drin einen Steinbruch? Das ist ja cool. Ja gut, okay, ich meine, das ist eine Burg mitten in dem Berg. Ich meine, da könnte man natürlich auch so einen Steinbrucheingang machen und sich ein bisschen extra Ressourcen heranschaffen. Warum auch nicht? Uiuiui. Oh, diese Plattform wieder. Cool. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie wir das Ding gestürmt bekommen. Ihr könnt auf uns zählen. Nein, lass mich in Ruhe. Hilfe! Oh. Zettleiterträgermäuses. Wir haben echt nicht viele Truppen. Was zur Hölle? Das ist ja fast gar nichts. Okay. Ich könnte mit einem Tribok hier aufschießen. Da wegschießen. Böse. Könnte ich alle Pechbottiche loswerden? Eventuell. Das wird jetzt interessant, das auszuprobieren, Starkenburg. Übrigens, ein kleiner Zusatz zu Schloss Auerbach. Schloss Auerbach liegt in der Heimat von Lord Phoenix. Deswegen war ihm diese Burg besonders wichtig. Dachte, das finde ich ganz nett mal zu erwähnen. Sag mal, gucken, ob ich hier ein paar Sachen abgeschossen bekomme. Sollte eigentlich. Problem ist, je mehr ich hier abgeschossen bekomme, desto weniger kann ich das einsetzen zum Selbststürmen. Aber mir wäre es ganz lieb, wenn ich es schaffe, dass das meiste an Pech unentzündet bleibt. Tribok bereit, Sire. Und so haben wir ein bisschen Abwechslung drin. Letztes Mal haben wir einen Belagerungsturm genommen, jetzt machen wir wieder ein bisschen mit Tribocken. Die Mission davor haben wir mit Katapulten gestürmt. Ich meine, wollte gerade sagen, Sturmböcke wäre eine Idee, aber die kommt da, glaube ich, nicht diese Brücke hochgefahren. Verdammt! Nicht gereicht. Erlassen Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Geräte? Jetzt, da
geht nur noch ein Tribok. Ich glaube, die kriegen wir gar nicht alle kaputt, die Türme, die ich gerne kaputt hätte. Aber wir haben schon mal gut vorgeschwächt, das ist auch wichtig. Och, Mann. Okay, down. Flugbahn dann ist berechnet. Nee. Flugbahn ist berechnet. Ich weiß, was ich mache. Ich mache hier auf. Und dann hacke ich mich hier durch. Rein theoretisch muss ich gar nicht das Tor aufmachen, sondern genau hier drüben einmal aufmachen. Flugbahn ist berechnet. Dann können wir hier nämlich durch. Dann könnte nämlich ein Sturmbock durch. Flugbahn ist berechnet. Das hier müssen wir aber noch aufmachen. Zumindest diesen Durchgang müssen wir schaffen. Flugbahn ist berechnet. Da hätten wir noch so 15. Ein bisschen was für Schilder hätten wir übrig. Zur Ergänzung und noch ein bisschen Zeit zu schinden. Hoffentlich kommt man hier einfach so durch. Aber es sieht mir eigentlich danach aus. Flugbahn ist berechnet. Wir benötigen Steine. Massenbelagerungsgeräte. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Tribok bereit. Flugbahn ist berechnet. Die Reststeine nutze ich dann. Wenn noch Steine übrig sind, um hier die Bresche noch ein bisschen zu erhöhen. Dann würde ich, wie gesagt, mich da durchfräsen. Ah ne, stimmt, ein Sturmbock geht gar nicht mehr. Ich habe gar nicht mehr die Steine dafür. Dann müssen wir das ein paar Pikiniere machen. Geht ja schnell. Tribok bereit, Sire. Sehr gut. Das Vieh ist bereit. Sehr gut. Tribok bereit, Sire. Darf's noch etwas Rind sein? Die ist schon halb verwest. Tribok bereit, Sire. Bloß weg damit. Mach's gut, Bessie. Oh, der war sehr gut. Oder die war sehr gut. Eine sehr schöne Kuh war das. Hier hinten komme ich leider nicht mehr hin. Okay. Das sieht doch gut aus. Speichern wir. Ja, bitte. Dann decken wir mal ein bisschen auf. Investigativarbeit. Jawohl, ein bisschen warte ich noch, bis die Dormeister bereit sind. Ah, jetzt ist offen, jetzt kommen auch die Ritter raus. Ja, schau mal einer an. Das heißt aber, wir können das hier erreichen. Das ist sehr gut. Ja, viel Spaß, die leeren Tribocke kaputt zu machen. Ich hoffe, ihr fühlt euch richtig toll dabei. Gut, das ist schön vorgearbeitet, würde ich mal sagen. Dann machen wir mit dem Rest noch ein paar Schilde. Mehr können wir uns eh nicht leisten. Es tut mir leid. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Okay. Und Schild, mein Bogen ist und Schild bereit. Ein weiter Weg. Können wir da hoch oder nicht? Da nicht, aber da könnten wir lang und das könnte ich dann sagen, da rein. Schild bereit, Keine Fallen. Ja, vielleicht gibt es hier gar nicht so viel Feuer, wollte ich sagen. Help! Ich brenne. What are you doing, Stepfire? Okay. Alles wird gut. Ja, aber da hinten habe ich meine Ruhe. Das ist das Wichtige. Macht schon mal ein bisschen auf, bitte. Schild, Schulter. Was geht?
Fährt noch Leitern. Bisschen auf eine Erhöhung. Mehr Höhenvorteil nutzen. Könnt ihr irgendwas anzünden hier? Das ist die Frage, die uns letztendlich beschäftigt, ne? Könnten sie? Sollten sie wollen? Hier könnte ich in einem relativ toten Winkel tatsächlich die Mauern erklimmen, aber das bringt mir nicht viel. Hier checken wir mal kurz, ob es Feuer gibt. Dann komme ich hier nicht durch. Ach, der Stall blockiert das alles. Da ist immer wieder der Inder im Sand. Macht mal ein bisschen Platz. Spontan ist eine Stelle, aber sind es gar nicht. Auf dem Weg. Mein Bogen ist teuer. In Ordnung. Okay, das sollten wir jetzt schaffen, denke ich mal, mit den restlichen Streitkundkämpfern, die jetzt hochstürmen. Und die Leiterträger dazu, ab geht's! Auf zum Lord! Ja, das kriegen wir hin. Aber schon ein bisschen kniffliger, also ich glaube, das wird nicht so leicht zu verteidigen wie die letzte Burg, aber trotzdem schwerer. Es wird nicht so leicht zu verteidigen sein wie die letzte Burg, Punkt. Alter, wohnt hier niemand? Was ist denn jetzt los? Wo ist denn der Lord? Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Der Lord ist nicht da. Ja gut, wir haben gewonnen, ne? Ihr habt es ja selbst gesehen, wir haben das Ding gestürmt. Irgendwie ist der Lord nicht respawned worden. Wir können so ein bisschen flexen und den Rest der Burg ein bisschen klären. Aber an sich sind wir hier durch. Der ist nirgendwo anders versteckt, oder? Ist das ein Gimmick verpasst oder so? Nee, nee. Das Ding ist... In Ordnung. Wir folgen euch, Herr. Was wünscht ihr? Da hätten wir Hühnerfutter. Aber gut. Wir haben gewonnen und so. Jetzt die restlichen Mauern kläre ich jetzt nicht auch noch. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, wenn ich jetzt die Zeit reinbringen würde, könnte ich sogar noch die restliche Map fertig machen. Aber passt schon. Wir haben es geschafft, würde ich sagen. Das passt so. Ist einfach der Lord nicht da. Wahrscheinlich vergessen im Editor, den zu respawnen. Ja gut, okay. Dann verteidigen wir das Ding mal. Wir wissen ja, wann wir gewonnen und wann wir verloren haben. Wenn ich jetzt sehe, dass da massiv viele Gegner reinstürmen, dann weiß ich, dass ich auch verloren habe. Auch ohne Burg. Ohne Burg her. So, Verteidigung sehr schwer. Ab geht's. So war das mit dem Pech. Da ist Pech, da ist ein bisschen Pech, da ist ein bisschen... Oh, so viel ist hier gar nicht gewesen. Nur hauptsächlich den Hauptweg entlang. Die Klingen sind geschärft. Haben wir jetzt eigentlich... Ne, es gibt einfach keinen Burg her. Auch interessant. Zu Diensten. Schulterteam, was wünscht ihr? Womit kann ich dienen? Mein Herr? Die Pferde sind gesattelt. Dann kommen wir leider nicht raus. Aber okay. Du nutzt auch einen Tribok. Bringt dir aber nicht gerade sehr viel.
Ohne Scheiß, das hilft gar nichts gerade. Na doch, die Holzbefestigung da. Ah, die Leiterträger werden natürlich ein bisschen lästiger. Mit der Doppelrahmenstufe, ne? Da kommen jetzt die ganzen Fernkampfhorden. Bogenschützen bereit. Das lässt. Oh, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt. Jetzt sollten wir den größten Pulk hier ein bisschen erwischen, bevor das Feuer ausgeht. Ich meine, die Schwertkämpfer zu erwischen wäre auch nett gewesen, aber so war das auch gut. Mein Bogen ist Feuer. Feuer gefällig? Ja. Ja gut. Ihr habt's versucht. Mein Gott, die nagen sich überall durch. Sie sind alle durchgestürmt jetzt. Hi. In Ordnung. Mein Herr? Zieh dich mal zurück. Es kann sein, dass wir hier wirklich auf ein letztes Gefecht kämpfen müssen. Auf dem Weg. Eure Befehle? Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Hi. Aber gern. Ja, die hacken sich jetzt langsam durch. Aber es sind gar nicht mehr so viele übrig. Auch wird das so ein Fall, das ist mir als Angreifer schon aufgefallen. Das ist tatsächlich auch so ein Fall, da kann der Angreifer wieder mehr Truppen gebrauchen. Waffen geschultert. Vor allem bei der Befestigung, die er ist. Ah, von da. Oh, hi. Gut genug, noch ein bisschen was anzuzünden zumindest. Und das kommt auch noch zum letzten Gefecht hier oben auf dem Bergfried. Aber gut, wir spielen darauf sehr schwer, da warte ich auch, dass die so weit kommen. Es sind leider nur ein paar Versprengte, die es so weit geschafft haben. Ja, das waren die Reste. Na, hier kommen. Hier würde ich sagen, ein Fitzelchen mehr Truppen. Bei der letzten Mission wirklich schon einen guten Schub mehr Truppen für die Angreifer. Hier können es aber ein paar mehr sein. Etwas so wie eine Schwierigkeitsstufe höher. Das ist das, was ich vorhin sagen wollte, im Sinne von, es ist schon schwerer zu verteidigen als die letzte Burg, auf jeden Fall. Aber es ist immer noch zu wenig, finde ich, was die Angreiferzahl angeht. Von beiden Sichten aus gesehen. Okay, dann waren das die 12 Missionen des remasterten Burgpfads. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim edlen Pfad, denn der hat auch eine Überarbeitung bekommen. Hier gibt es, glaube ich, keine Bonusmission, soweit ich weiß, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber dafür wurden auch alle 10 Missionen überarbeitet. Und nicht wie hier beim Burgpfad, dass es nur in Anführungszeichen 9 waren. Aber dann 2 Bonus. Also im Grunde hatten wir 11 neue Burgen in dem Pfad mit 10 Missionen. Von daher kann man da wirklich ein Auge zudrücken, dass die heutige Burg die gleiche blieb. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim edlen Pfad wieder. Bis dahin. Bye-bye.